Moin Moin, Olaf Bartke hier heute aus dem Filmstudio A1 Lohnedinklage. Ich bin auf dem Weg nach Osnabrück zu einer Hochzeit und langweile mich auf einer ziemlich bescheidenen Autofahrt, viele Staus. Und deswegen habe ich gedacht, ich nutze die Zeit hier mal ein bisschen produktiv und produziere Content für meinen Blog. Premiere heute mit meiner neuen Videokamera in meinem neuen iPhone 4 in HD-Qualität. Für euch ist mir nichts zu teuer. Und ich habe mir gedacht, ich erzähle euch mal eine Geschichte. Und das mache ich natürlich nicht nur eigennützig, ich mache es eigennützig, weil ich nämlich hören möchte, auch eine Geschichte von euch. Und zwar eine unangenehme Geschichte, eine unterhaltsame Geschichte, eine lustige Geschichte, die euch vielleicht widerfahren ist in der Fotografie. Und ich bin mir sicher, dass es viele von diesen Geschichten gibt. Und wenn es genug Geschichten gibt, die sich in den Kommentaren meines Blogs wiederfinden lassen, werde ich sie natürlich alle klauen und ein Buch darüber schreiben. Aber in erster Linie möchte ich erstmal, dass wir ein bisschen unterhalten werden. Das wisst ihr, dass mir das immer sehr wichtig ist, dass Bloggen und Schreiben und das Schriftsteller-Dasein ja manchmal auch was mit Unterhaltung zu tun hat. Also die Geschichte ereignete sich auf einer Hochzeit. Ich mache das auf Hochzeit immer gerne, wenn in einer Kirche die Braut einmarschiert, dass ich mich in der Kirchenmitte aufhalte. Meistens sind da so Mittelgänge, in diesem Falle war auch so ein Mittelgang da, in dem ich mich so ein bisschen frei bewegen kann. Und zwar ist Ziel der ganzen Geschichte, dass ich die Gesichter von Braut und Bräutigam fotografieren kann, damit man so ein bisschen die Regungen und die Gesichtsmimiken sieht. Und an diesem Tag war es so, dass eine Braut eingelaufen ist und der Bräutigam vorne am Altar stand und natürlich zog irgendwann dann mal die Braut an mir vorbei. Ich konnte dann nur noch den Bräutigam fotografieren und plötzlich sah ich ein Entsetzen in seinem Gesicht und hörte gleichzeitig auch ein Raunen in der Kirche. Ich setzte meine Kamera gleich ab, weil ich merkte, es geht irgendwie um meine Person und nicht mehr um die beiden Hauptakteure Braut und Bräutigam. Und in der Tat war es so, ich bin nämlich getreten auf den Schleier der Braut, der unten auf dem Boden liegt. Habe ich mich ein bisschen zu weit vorgewagt. Die Braut musste den Schleier hinten festhalten, die hat sein Glück noch rechtzeitig gemerkt, weil sie so langsam einmarschiert ist. Aber das ist schon eine ziemlich unangenehme Geschichte gewesen und war mir sehr peinlich. Zum Glück haben die beiden eine Menge Humor gehabt, wie viele meiner Kunden. Und die haben nachher noch tolle Fotos gemacht und das sind Geschichten, die erzählen wir natürlich später seinen Enkeln. Und genau solche Geschichten möchte ich jetzt von dir hören. Ne? Schreib sie in den Kommentar, schreib sie in deinen Blog, mach aber dann bitte ein Ping weg, dass wir wissen, wo sich der Kram dann wiederfindet. Und es muss ja nicht gleich eine Videoreportage oder ein Videobericht sein, so wie ich ihn jetzt hier produziere. Und da bin ich mal gespannt, was es jetzt so zu lesen und zu hören gibt. Sei fleißig und ich fahre jetzt weiter auf der A1. Lohnedinklage, Osnabrück, wunderbar. Und jetzt blitzt es auch noch. Ach, das Leben ist schön. Wow, wow.